Das Künstlerduo Lutz Guckisberg hat sich gewissermaßen in der modernen Sammlung des Kunstmuseums Winterthur eingenistet mit einer kleinen Retrospektive von Werken, die ihr plastisches Schaffen von seit 2000 bis in die Gegenwart zeigt. Ofen, Geist und Meister sind drei Wörter und das ist eigentlich schon wie eine kleinstmögliche Form eines Gedichtes. Und poetisch ist es gemeint. Der Ofen ist ein Energieträger, wo Hitze oder Wärme drin sitzt, wie in einem guten Kunstwerk, das eigentlich idealerweise auch der Fall ist. So verhält sich es auch mit dem Geist, von dem sollte es auch in einem guten Kunstwerk drin haben. Und Meister ist natürlich hier in der modernen Sammlung, wenn wir ein Kunstwerk neben Paul Klee ausstellen, ist klar, womit der Meister auch gemeint ist. Wir arbeiten schon seit 24 Jahren zusammen. Es ist organisch, spielerisch, mal expliziter, mal impliziter. Ja, wir haben so eine gemeinsame Formensprache schon ein bisschen entwickelt. Wir haben gerne povere Materialien oder eben archaische Materialien wie der Ton. Seit einigen Jahren auch Beton. Das ist eigentlich eine Art Flirt, den unsere postmodernen Skulpturen jetzt mit diesen Artefakten aus der Moderne spielen. Also das Werk von Lutz Guckisberg ist an sich schon sehr lustvoll. Im Dialog mit der Sammlung macht das natürlich endlos Spaß, die Querbezüge herzustellen. Und ich hoffe, dieser Spaß überträgt sich auch aufs Publikum.